Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaft Simulator 2015. Mein Name ist Glabur. Wir müssen Rückwärtsgang einlegen. Nein, wir können vorwärts fahren. Wir müssen ganz schnell dahin. Wie gesagt, ich werde ab jetzt das Video mit 4K hochladen. Hat einfach was damit zu tun, dass YouTube die Videos dann viel schöner und sauberer rendert. Und bitte, 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 bitte. Oh, geschafft. Ich habe ja wieder den magischen Finger da heute für. weil YouTube die Videos viel sauberer bearbeitet dann. Und aus dem Grund gibt es jetzt solche Videos hier in 4K. Sieht auf jeden Fall viel schöner aus. Was mich immer noch aufregt, dass ich immer noch mit Fraps aufnehmen muss, statt mit Dextory. Ich habe heute einen Sprachfehler, echt. Glabur, den hast du immer. Wo er recht hat, habt ihr recht. So, den Gedöns bringen wir jetzt weg. Das ist das Einzige, was mich noch so ein bisschen stört. Die haben zwar ein Update gebracht, man kann jetzt auch aufnehmen mit dem Programm, aber das funktioniert noch so beschissen. Leider. Aber macht nichts. Ja? Nehmen wir halt mit Fraps auf. So. Kipp aus den Scheiß-Mudi. Sehr schön, sehr schön, sehr schön haben wir das gemacht. Jetzt bringen wir den ganzen Gedöns weg. Wumm. Und nicht über mein Feld fahren. Das möchte ich nicht. Das gibt Spuren. Geht. So. Ich glaube, die Sämaschine können wir so langsam anschmeißen, oder? Ja, auf jeden Fall. So, jetzt können wir hier mal so langsam Hackengas machen. So. Jetzt können wir mal zusehen, dass wir hier den ganzen Gedöns auf die Reihe kriegen. So. Stroh einfahren. 15.000 haben wir schon wieder, nur durch Stroh. Wir kommen auf jeden Fall mit unserem Geld gut voran jetzt. Seit wo wir das Stroh wegbringen. Ob man das jetzt zum Zirkus bringt oder bei uns hier vorne, es bleibt auf jeden Fall das Gleiche. Meiner Meinung nach. Ich schätze mal, da muss er noch ein kleines Update bringen. Da haben wir ein bisschen was rausgemacht. Das sollte okay sein. Komm, fahr. Sehr schön. Hackengas. So, jetzt sehen wir nämlich zu, dass wir das Stroh hier auch noch runterkriegen vom Feld. Ja, da ja so ein bisschen stehen gelassen. Auf jeden Fall nehmen wir das Maximum. Guckt euch mal an, wie breit die Stroh Dingen ist. Also das ist schon der Wahnsinn. Na. Boah, ey, da passt aber nichts mehr zwischen. Ja, schön. So. Ich habe jetzt auch noch gar nicht wieder geguckt, ob er ein Update gemacht hat. Der schöne Modder. Da bin ich sowieso noch gespannt, was er da noch alles macht hier bei der Map. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich mal was zu tun hier. Und ich hoffe, dass das so einigermaßen bleibt, dass man hier wirklich konstant was zu tun hat.
Das war wirklich ohne Ende. Arbeit haben. Aber wie ich ja auch schon in den letzten Videos gesagt habe, ich hoffe einfach, dass wir später wirklich selbst mähen etc. Wenn wir die großen LKWs und sowas haben. Jetzt drehen wir mit dem hier wieder um. Was cool ist, dass ich wirklich alle Treckers vollkommen benötige. Und unsere nächste Aufgabe ist es ja wirklich zu hoffen, dass er uns gute Angebote schickt. So dass wir eigentlich was verkaufen können. Immer nur ein bisschen rausmachen, das reicht dann auf jeden Fall. Der Mähdrescher darf nur nicht stehen bleiben. Zumindest ist so zurzeit mein Standpunkt. Jetzt haben wir schon 17.000, schon wieder, also man kann sagen, gut 2.000 verdienen wir pro Strohladung. Ist doch okay. Das ist wunderbar. Wenn das so weitergeht, dann haben wir auf jeden Fall gut Geld verdient. Ich werde wahrscheinlich auch mal wieder eine Ladung nachher da hinten reinbringen. Gibt es eigentlich eine Strohgabel oder so? Wo wir Stroh mit in eine Schaufel machen können? Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man nachher mit dem Ladewagen da drunter fährt und das dann verteilt. Wieder. Ich glaube, das ist einfacher, als wenn wir beigehen und Stroh in eine Schaufel machen. Denke ich. Gehe ich zumindest von aus, dass das am besten ist. Jetzt nehmen wir uns hier mal noch so ein dieses Kraut hier runter. Ja, sonst sieht sie dabei aus wie bei Hempels unterm Sofa. Oh, meine Damen, jetzt habe ich das auch für euch alles schön sauber gemacht. Da wollte ich den Trecker nicht anschubsen. Alter, schwer, schon wieder 50% in dem Ladewagen. Das ist doch der Wahnsinn. Ja. Alter, nimmt... Oh, wir müssen Trecker wechseln. Ja, beschleunige, Baby. Es ist cool mit dem Tempomat. Dann wollen wir hier hinten mal die Ecke füllen. Können ja hier nicht konstant nur... Jetzt haben wir hier so eine Schräglage. Das geht ja gar nicht, du. Ne? Oh, mir juckt die Nase. So. Bringen wir den Gedöns mal weg. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Hier volle Action auf dem großen Feld. Ja, und jetzt seht ihr nämlich, wie schnell um das Geld weggeht. Weil die Sämaschine wahrscheinlich jetzt schon wieder leer ist. Ja, Gerste wird hier nicht angenommen. Das wissen wir, mein Freund. So. Sieht man schon. Da füllt sich unser Lager. 80.000 knapp. Fast 80.000 drin. Ich bin am überlegen, ob wir den Hänger hier behalten. Oder ob das ein Hänger sein wird, den ich wieder verkaufe. Aber eigentlich kann man den verkaufen. Der ist so klein. Was will man mit dem kleinen Ding wirklich?
nimmt er da die Seite. Du musst wirklich genau erwischen. Sonst nehmen wir so ein Stück davon nicht mit. Ey, schon wieder 70%. Boah, das geht so schnell, das geht alles so schnell. Da haben wir den voll, den Lord of Morgan. Ich find's cool. Ja, ist jedes Mal Geld, was wir brauchen. Wird nicht viel drin sein. Oh doch, ist gar nicht so wenig drin. Machen wir wieder 2000 rein und dann reicht das. So, dann drehen wir ihn wieder um. Dann haben wir das erste Feld wirklich fast leer gerissen. Geht auf jeden Fall ziemlich schnell. Also das muss man jetzt ganz ehrlich mal sagen. Also es ging doch schneller, wie ich mit gerechnet habe, dass wir das Feld leer reißen. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass das etwas länger dauert. Ich will jetzt erstmal hier den Gedöns auch noch mitnehmen. Ist zwar nicht viel, aber sonst meckert ihr gleich wieder. Ja, dass es aussieht bei, wie bei Hempels unterm Sofa. Ja, mit 50 übers Feld. Boah. Verpiesel dich. Hier kommt Jeff Koch. Na, bremst doch. Ups, das hat diesmal nicht so geklappt. So. Warten wir, bis der Mähdrescher kommt. Komm, du Papi, komm. Put, 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 put. Da hat die Sämaschine schon wieder ganz schön aufgeholt. Na doch nicht. Oh, ein ganz schöner Unterschied. Was blöd ist, dass man jetzt halt da diese Kante drin hat. Aber das liegt halt an seinem Mod. Vielleicht wird das mit der Zeit ja auch noch behoben. Man muss ja immer sagen, dass LRS 15 ja noch gar nicht so lange draußen ist. Oh, puff. Da haben wir ihm mal einen kleinen Schubser gegeben. Oh. Noch ein bisschen weiter beschleunigen. Ja, vielleicht kriegen wir das ja doch noch hin. Oder vielleicht kriegen die Modder das ja doch noch hin, dass das nicht mehr so so ein Unterschied da ist mit dem Schwarzen und das. Wäre schon cool, wenn das noch weggehen würde. So. Dann ist mal der Große wieder dran. Ich finde das geil, hier mit allen Treckers hier volle Pulle zu Gang auf einem Feld. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, auf sowas mag ich einfach. Ich guck das gerne in Amerika auf solche Doku-Sender. Wenn die Amerikaner dann mit diesen dicken Treckers dann da zu Gange sind. Und damit 4, 5 Treckers wirklich auf diesen riesen Feldern zugange sind. Das ist einfach genial. Das ist cool. Finde ich zumindest. Haben wir wieder was stehen gelassen. Oh. Oh.
Jetzt hoffe ich, dass er das da mitnimmt. Jawohl. Da überspringen die Zahlen. Jetzt müssen wir erstmal, weil der Trecker da so toll im Weg stand, ja, da hat wieder irgend so ein Parkpenner den so schief hingestellt. Ja, dann habt ihr mir ja geschrieben, dass ihr wirklich mit dem Controller auch das Spiel spielt. Finde ich sehr nice, werde ich auf jeden Fall mal im Offscreen mal ausprobieren. Und wenn es wirklich cool ist, dann werde ich echt mit dem Xbox Joystick spielen. Vielleicht ist das ja viel angenehmer, weil manchmal hat man hier, wenn man jetzt zum Beispiel so rumfährt, dann löst man und dann kommt noch so ein ganzes Stück, wo er dann schräg fährt. Also, keine Ahnung, warum das so ist. Das vielleicht muss ich noch etwas eher loslassen. Das kann jetzt erstmal weg. Trecker wechseln. Das kommt da. Ja, das hat mal wieder gepasst wie Arsch auf Eimer. Ich komme! So, machen wir das Gedöns mal voll hier. Ja, voll. Wegbringen! Juhu! Ja, ich sage wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Landwirtschaft Simulator 2015. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische, 14 Uhr wie jeden Tag. Schaut bei Twitter und Facebook vorbei. Wenn es euch gefallen, macht einen Daumen nach oben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Das muss ich euch jetzt noch mitgeben. Üt.